Hey Leute und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute bin ich, wie ihr sehen könnt, nicht alleine, sondern mit Motherfucking Search Darling. Genau, heute, ihr seht es schon, wir sind nicht zu Hause. Wir sind hier im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg. Letztes Mal waren wir in der Stadt, heute sind wir hier im Einkaufszentrum. Denn ihr habt das Video geliebt mit dem Outfit Swap. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Revenge. To show off who has better taste and a better fashion. Genau, wir werden heute wieder ein Outfit-Swap-Video machen, allerdings mit einer Category. Alex in der Kamera wird uns gleich die Kategorie verkünden. Wir haben 45 Minuten Zeit und ein Budget von 50 Euro. Dieses Mal hoffentlich ein Outfit von Kopf bis Fuß mit Accessoires und. Unterwäsche. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen schon mit dem Video. Also Alex, was ist die Category? So. I thought, ihr braucht ein bisschen eine Challenge, aber es ist auf jeden Fall machbar. Deswegen heute machen wir eine kleine Zeitreise back to the 2000s. Deswegen all out 2000s ist die Category. Okay, so 2000 Y2K oder? Yes, okay. Einfach so frühe 2000er. Und ja, ich würde sagen, mit der Category, wir machen gleich den Timer an und dann beginnen wir auch schon mit der Challenge. Yes. So, wir sind jetzt auch schon im Einkaufszentrum angekommen und super aufgeregt und wir werden jetzt den Timer stellen und dann sagen, let's go. Okay, 3, 2, 1 und go! Okay Leute, also ich habe mich jetzt mit Search and Fair Searches dort hinten, das war Walking There und wir müssen uns ein bisschen beeilen. Category ist Y2K und ich habe schon so eine Vision, ich brauche so eine Low-Cut Jeans. Maybe. Und in so einem Top. So Leute, I'm on my way for the 2000 Outfit von Mrs. Fabiana. Wir sind hier in diesem Donau-Center, ich kenne mich hier gar nicht aus. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen umschauen. Und ich sehe hier schon Peek und Kloppenburg. Ich denke, das wird es nicht mit 50 Euro Budget. Ich glaube, das könnte vielleicht diesmal Fabis Win werden, wenn ich ehrlich bin. Ich werde jetzt mal hier reingehen. Ich weiß gar nicht, wie dieser Laden heißt. Ich glaube United Colors of Benetton. Und ich sehe schon trashige Farben auf jeden Fall und das da. Deswegen mal schauen, was die so in Sale haben, ne? Weil ich glaube, wir müssen uns heute auf den Sale konzentrieren. So, okay Leute, H&M war gerade nicht so iconic, so let's see. Also, maybe finde ich hier so ein little heel. Jetzt bin ich hier bei Scarpa. Let's see. Okay, wir haben hier schon mal ein bisschen was. Ich glaube, I'm gonna go with the heel. Aber ich brauche Hilfe. Nein, wir müssen wirklich beim Sale bleiben, Leute, weil das haut hier sonst nicht hin. Ich könnte auch cheaten, weil ich könnte echt definitiv viel mehr ausgeben, wenn ich wollte. Eventuell werde ich darauf auch zurückkommen. Aber wir versuchen erstmal fair zu bleiben. Das hier ist die Kinderabteilung. Nein. Und da hinten ist der Sale. So, wir haben noch 40 Minuten und ich habe leider nichts gefunden dort. Ich gehe jetzt mal zu Only. Vielleicht hat Only hier was. Boah, ich habe noch gar nichts. Noch nichts. Nothing. Ach, scheiße. Aber es ist halt auch schwierig, weil das, was ich mir vorgestellt habe, ist ein bisschen schwierig so zu beschieben. So. Aber ich glaube, hier werden wir doch nicht fündig. Vielleicht sowas könnte hinhauen. Das hat man in den 2000ern auf jeden Fall auch getragen, aber eher so die Nerds, nicht so die beliebten Girls. Das kam dann eher so später. Okay, hier war das Preisschild. Ja, nee, Leute, wir müssen gehen. Wir können keine Zeit verschwenden. So, also durch Zeitdruck bin ich jetzt in der Tat erstmal fündig geworden. Ich habe mich hierfür entschieden. Ja, ich hatte natürlich eher gedacht, dass ich so ein bisschen so Britney Spears-Style gehe, aber da ich einen Zeitdruck habe, muss ich mich ein bisschen damit abfinden, was ich finde. Und jetzt werde ich, glaube ich, doch eher auf so einen 90s, 2000er Golf-Style für Fabi entscheiden. Mit seiner aktuellen Frisur ist das auch eigentlich keine Iconic. Dann versuche ich jetzt noch so eine Art Chino-Hose zu finden, auch in weiß oder beige oder so. Oder in der Farbe. Und dazu vielleicht dann noch so eine Sonnenbrille und vielleicht irgendwas für auf den Kopf. We will see. Und für mich habe ich auch noch eine Hose gefunden, die probiere ich mal an zu Hause. Und ja, lass uns erstmal weiterschauen, ne? So, Only war ein voller Erfolg. Wir haben auf jeden Fall ein Oberteil. Und ich
rushe jetzt zu New Yorker und hoffe, dass ich dort irgendwie so ein little laser moment. Und ich muss noch mal eine Alternative mir überlegen zu einem Unterteil, weil das Ding ist halt, ein Rock wird wahrscheinlich jetzt in der Winterzeit eher schwieriger. Der wird jetzt auch nicht so iconic fürs Shirt, weil es ziemlich kalt ist. Oh, bitte so Ariel. Oh, scheiße, egal. Hoffentlich hat New Yorker, was wir brauchen. Ich bin jetzt hier bei Only und hier gibt es sogar 15% Rabatt auf alles. Es ist gerade Shopping Week. Und sowas wäre eigentlich schon ideal, nur in heller und billiger. Yeah, but we have a lot to see here, deswegen schauen wir mal weiter. Okay, es gab hier so ein paar Sachen, die gepasst hätten, theoretisch. Aber alles nicht mehr im preislichen Budget, weil also wenn ich cheate, dann kann ich auf jeden Fall jetzt nicht wieder so 100 Euro oder so cheaten. Dann muss es schon so bei höchstens 20 bleiben. Ja, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich muss definitiv mal zu H&M oder New Yorker, falls es das hier gibt. Ja. So, hier mit Action Mode, Leute. New Yorker. Zack, 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 zack. So Leute, oh mein fucking Gott, ich habe gerade komplett alles geslayed. Ich war gerade bei New Yorker, die hatten den perfekten Rock, das perfekte Oberteil und noch die perfekte Jacke dazu. Alles was mir fehlt sind halt lediglich nur noch Accessoires, Schuhe und eine Tasche und mein Look ist completed und wir haben noch so 25 Minuten Zeit und dieses Oberteil, was ich hier gekauft habe, das werde ich jetzt erstmal zurückgeben, weil das werde ich dann doch nicht brauchen. Aber das ist vollkommen okay. So, das bin jetzt gefühlt 10 Minuten Zeitverschwendung, weil es hier nur Essen gibt. Aber ich habe jetzt H&M gefunden. Und let's see what we get there. Leute, look what I found. Yes. Wir haben jetzt noch 30 Euro Budget. Heißt actually, ich könnte diese hier noch kaufen und dann noch so Accessoires und Schuhe. Cheaten halt. Let's try it out. Vielleicht wird mir auch noch ein Gürtel. Gut. Seems nice. Okay, Leute, also diese beiden Sachen werde ich sehr wahrscheinlich jetzt noch mitnehmen. So ein Halstuch für den ultimativen 90s Golf White Rich Boy Style mit so reichen Eltern, der so sein komplettes Oxford-Studium so finanziert bekommt. Und dazu noch perfekt diese Sonnenbrille. Also momentan bin ich richtig happy. Eigentlich bräuchte ich jetzt nur noch Schuhe, irgendwelche flachen, die auch so nach Golfplatz aussehen. Am besten auch in so einem Creme oder Weiß. Und dann wäre ich schon voll happy. Am liebsten hätte ich halt noch eine Tasche mit dabei, aber ich bin jetzt schon ein bisschen über dem Budget und ich will jetzt nicht so completely cheaten, ne? Weil ich werde halt so oder so wieder gewinnen. Ja, deswegen schauen wir jetzt mal noch nach Schuhen und dann wäre das Outfit komplett. So, das Outfit, das Oberteil ist jetzt erfolgreich zurückgegeben. Außer ist hier in meiner Mini-Bag drin. Ich hoffe halt jetzt, dass ich noch irgendwie so eine kleine Tasche finde. Aber bestimmt. Und dann eigentlich nur noch Accessoires und Schuhe. Aber ich glaube, also ich bin super in der Zeit. Und ich denke mal, das werde ich auch noch finden. So, unser nächster Laden ist Walworth. Und da sehe ich schon so ein paar Accessoires. Also wir schauen jetzt mal, ob wir vielleicht hier erstmal so eine Tasche oder so Schuhe finden. So, hier sieht es doch schon mal ganz gut aus. Ich hätte halt sehr, sehr gerne einen hohen Schuh. Aber das sieht mir hier sehr nach, ja, flachen Schuhen aus. Solche Latschen wären halt auch eigentlich. Nee. Vielleicht finden wir hier so eine fotzige Tasche. Die muss halt mit dem Look passen. So. Also die Tasche wäre auch low-key Icon. Ja, die nehme ich mit 5 Euro nur. Jetzt halt nur noch Accessoires. Vielleicht so eine fotzige Necklace. Und dann fehlen uns halt wirklich nur noch Schuhe. Iconic. So, meine Idee wäre jetzt nochmal irgendwie so eine Sunglasses. Aber eine gute zu finden ist hier auch echt ein bisschen schwierig. Vor allem die ist jetzt so kinda okay. Dann habe ich noch hier eine gefunden, die ist ein bisschen kleiner. It's not really
giving what it should give. 10 Cent nur? 10 Cent. Das ist doch 10 Cent. What? What? Die kosten alle nur 10 Cent? Also das kann ja kein Preisfehler sein, wenn die alle nur fucking 10 Cent kosten. Vielleicht müssen die raus oder so. Ich bin gerade todesschock einfach. Wie iconic ist das bitte? Okay. Ich bin gerade so schockiert, dass die nur 10 Cent kosten. Okay, dann maybe noch eine süße Necklace. Maybe this one could work. Sowas. Oh, 1,50. Also finden wir sie mehr iconic oder ich denn die? Okay. Okay, also ich habe alles gekauft, was ich eben gezeigt habe. Ich habe sogar noch Socken gefunden. Also diese Brille habe ich gekauft, Socken, das Halstuch und die weiße Hose. Und ja, Schuhe habe ich noch nicht. Dieser H&M verkauft keine Schuhe, for whatever reason. I'm really depressed right now. Wir haben jetzt noch ungefähr 9 Minuten. Und ich versuche jetzt noch irgendwie Deichmann oder so einen Scheiß zu finden, weil ich brauche definitiv auch Schuhe. Okay, unsere letzte Chance ist es wirklich noch C&A. Wir haben noch 3 Minuten. Wir rennen jetzt direkt zu den Schuhen und muss irgendwas kaufen, weil er kann nicht barfuß laufen. See you later. Leute, Walworth war ein so krasser Erfolg einfach. Ich habe Accessoires, ich habe eine Tasche, ich habe eine Sonnenbrille, eine Kette. Und das alles für nur 8 Euro irgendwas. Nicht mal. So, jetzt hole ich noch Schuhe und dann ist mein Look complete. Und somit walke ich aus New Yorker raus mit meinem vollständiges Outfit. Ich bin sehr, sehr happy, wie mein Outfit dieses Mal aussieht. Dieses Mal habe ich mir schon Zeit gelassen und habe mehr auf den Look geachtet als so auf das Geld. Und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt noch 3,50 Euro über. Das heißt, ich bin unter 50 Euro, habe von oben bis unten einen kompletten Look. Also Serge, you better be ready, because my look is like next level. Ja, und ich habe jetzt noch so 2 Minuten Zeit, 1 Minute irgendwas. Und jetzt laufe ich noch zum Treffpunkt. Ich muss schauen, ob Serge überhaupt da ist oder ob er wieder am Schummeln ist, so wie letztes Mal. Ich bin halt wirklich gerade schock. Hier ist jetzt noch Treter. Und er meint, hier ist auch irgendwo Deichmann. Ich will eigentlich lieber zu Deichmann. Treter, schon teuer. Oh, ich hab den gerade auch so kackenpreis abgewürgt. Das hat mir richtig leid. Aber we have no time. Deichmann, yes, Deichmann. Wir gehen jetzt Deichmann. Meine Rettung, Leute. Wir kaufen jetzt so schnell Schuhe da. Oh mein goodness. Okay, okay, okay. Habt ihr eine Sale-Abteilung oder so? Vielleicht? Nee, okay. 43 Ding vielleicht. 42, perfekt. Hallo. Hi. Analie. Ja. Was sind wir zu haben? 34.000. Mit Karte bitte. Darf schon. So, der Timer hat jetzt gerade geklingelt und who is sitting there? It's Miss Alex. I'm the first one to arrive. Und damit ist mein Look completed mit der Fashion Icon Alex, ist auch am Start. Ach, ja, also bitch, Alex. Du bist voll pünktlich. Ich bin pünktlich. Yes, ich habe nicht 50 Euro ausgegeben. Really? Ich habe eine Tasche, Schuhe, like Unterteil, Oberteil. Ich habe Necklace, ich habe, ich glaube, 5 Sonnenbrillen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich bin sehr excited to judge. Ich bin, you know. Ja, aber Serge ist wie immer late. Like, habe ich schon erwartet, habe ich ja gerade eben schon gesagt. So, Serge, wo bist du? So, Serge ist actually like six minute over. Und er ist like, no. Dafür gibt es auf jeden Fall Abzugspunkte. Weil das ist halt nicht okay. Der ist das Bitch. Die Fotze. Ich bin 6 Minuten drüber. Ja, aber ich musste voll lang anstehen, gerade beim Bezahlen. Selber schuld, ich auch. Selber schuld. So, also ich bin jetzt auch wieder mit Serge und Alex darf man auch nicht vergessen. Ja. Yeah. Genau. So, wir haben es jetzt geschafft. Du warst actually 6 Minutes over. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause und dann, ja, es ist Zeit für das Outfit. Yes. So, wir sind jetzt auch wieder im Studio.
Wir haben alles eingekauft. Ich habe jetzt mein Make-up noch mal ein bisschen so angepasst, ein bisschen so einen 2000-Look gegeben. Und wir möchten euch natürlich jetzt nicht noch lange auf die Folter spannen. Ich möchte dich nicht lange auf die Folter spannen. Same. Ich möchte dich auch nicht auf die Folter spannen. Und wir machen das jetzt so wie letztes Mal. Das bedeutet, ich gebe dir mal einen Teil. Du sagst, ich sag was dazu, du gibst mir einen Teil, ich sag was dazu. Und dann haben wir schon so diesen groben Look. Ja, mach auch mal kurz zu. Mhm. Und der ist your first piece. Okay, ich spüre schon mal jetzt den Schuh. Halt mal ein bisschen höher. Yes. Oh, okay. Ja. Okay, ich muss sagen, Marke kenne ich nicht. Sieht auf jeden Fall... Nobody kennt diese Marke. Ja. I mean, es ist ein decent pair of shoe, I guess. Okay. Mhm, ich spüre Schuhe. Mhm. Mhm. Aha. Ja, ich würde sagen, mit sowas habe ich auch schon so ein bisschen habe ich gedacht, dass das kommen könnte. Okay. Hatte ich nämlich auch im Auge. Mhm. Mhm. Weil ich musste sagen, eigentlich wollte ich ursprünglich hohe Schuhe haben, aber ich habe auf die Stelle nichts gefunden und diese Ugg-Fakes, diese Winterboots, die sind zeitlos, die hat jeder Celebrity damals getragen, deswegen dachte ich, passen die. Es passt definitiv zu 2K, definitely. Und ja, sehen auch eigentlich gar nicht so schlecht aus, to be honest, ne? Ja, true. Es ist eine Hose. Ich glaube, es ist eine... Ich glaube, es ist eine... Wie nennt man die denn nochmal? Hot Pants. It is. 5 Euro! Du Schlampina! Oh mein Gott, Jeansrock! Yeah. Iconic! Ich kann nicht mehr, ja, okay. Mm-hmm. Not bad, sis. Not bad. Not you bad. Know. That's really not bad. Oh, schwer. Schwer. Ja. Oh, eine Hose. Ja, es ist eine weiße Hose, natürlich mit Schlag. Ich hasse Schlaghosen so sehr, ne? Aber die 2000er lieben Schlaghosen so sehr. Die sehen ziemlich groß aus auch, ne? Ja, es kann sein. Ich habe leider nicht kleiner gefunden. Vielleicht muss so ein Gürtel irgendwie noch... Aber 36 müsste eigentlich passen. Das ist, glaube ich, 38. 36. 36 ist es. Alright, alright, okay. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt mein Oberteil ist. Mhm. Fühlt sich sehr interesting an. It is... Yes. So Spaghetti-Träger, ja, bitch. Das war so perfekt. Und ja. Bitch, ich glaube, dieser Preis, der Preis ist unschlagbar. Bitch, nein. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Ja, bitch. Okay, ich werde halt schon extrem nach 2K aussehen, auf jeden Fall. That's so true. Mhm. Oh, fühlt sich sehr dünn an. Oh, ein Hemd. Ein Hemd. Wow, oh, der Stoff ist ja mega amazing. Fühlst du ein bisschen an wie so ein Sportwear? Ja, yeah, it actually is Sportwear. Okay, ja, ist halt sehr, sehr weiß. Aber ich liebe diese Details. Ich hätte mir halt auch bei meinen eher so ein Print noch drauf gewünscht, so einen trashigen Print, aber... Mhm. No. Oh ja, okay. Ja, das... Boah, sehr weiß. Bitch, ich bin sehr... Okay, okay. Ja, bitch, und ich war in so trashigen Läden, auch das, ne, also... Bye einfach, aber es war halt so im Sale und das war auch actually mein erstes Teil, wo ich dann drauf aufgebaut habe. Okay, okay. Ja. Mhm. Okay. Oh mein Gott, was soll das denn sein? Hä, naja, hä, das ist viel zu viel. Ah, okay, ja. Okay, it's really, das wird sowas von 2000. Ja. Yeah. Ich sehe komplett den Look, den du im Kopf hattest. Mm-hmm. It's giving completely Christina and Britney and Paris. Ja. Und ja, ja. Meine Inspiration war actually Paris Hilton. Ja, yeah, I totally see that. Und ja, ich weiß auch schon, wie ich aussehen werde, definitiv. Ja. Ist das ein Schal? Close. Ah, okay. Mhm. Ein Schal. Von H&M. Ja, so ein Halstuch, ne? Ein Halstuch. See also the look, which makes me a little bit scared, not gonna lie. Weil es halt so the opposite von meinem Style einfach ist, aber okay. Das ist halt wirklich so, ich hatte halt irgendwann so einen Mann im Kopf einfach. Nee, jetzt du Trans. Okay, aber next thing. Aber so einen androgynen Mann halt, obviously. Okay. Da ist gerade irgendwas runtergefallen von. Nee. Aber ja, ja. Yes.
Ja, passt, ne? Passt. Aber hätte auch ein bisschen mehr 2000er noch sein können. Ja, blind, aber ich hab. Ja. 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 Ja, aber zum Look wird es schon passen, definitiv. Allein schon wegen der Perle und das. Ja. Du hast jetzt schnell eine Sonnenbrille an, glaube ich. Iconic, ja, ja. Bitch. Yes. Come on, glasses. Okay. Okay, ja. Der Look wird so, wie ich mir vorstelle, glaube ich. Ja. Ich glaube schon. Which now comes the next big accessory. Bitch. Eine Tasche. Okay. Ja. I kind of like it. Ja. Yeah. Basic. Ja, really basic. Mhm. Aber ja, passt auch zum Look, ne? Ja, it's really giving Paris. Ja. Until this day. Und jetzt habe ich noch, kleiner Disclaimer. Ich war in diesem Laden. Ich war in diesem Laden. Und ich habe diesen Preis gesehen. Und ich dachte, das ist ein Joke. Das kann nicht real sein. Ja. Aber die ganze Abteilung hatte denselben Preis. Und ich habe jetzt mal ein bisschen mehr mitgenommen. Und ich werde gleich so spontan schauen, was wir denn für den Look usen. Also mach mal schon Augen zu und Hände auf. Ja, ja. Cheers. Bitch, what the fuck? Ja, aber ich weiß jetzt schon, welches werden sollte. Die braune. Die oder die, wer finde ich iconic auch. Ja, ja. Ja, we have a lot here. Kannst du mir nur ein paar nehmen? Ja. Sonst fällt das jetzt alles runter. Bitch, Leute, die, ihr habt das ja eh gesehen. 10 Cent nur. Was? 10 Cent? 10 Cent. Ach, bei Azosa wieder. Du warst schon wieder bei Azosa. Ich glaube, die ist auch von Azosa. Nein. Die Gag, oder? Du gehst nee, einfach so immer zu Azosa. Also wirklich. Ja, die habe ich bei Woolworth gefunden. Ja. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein. So 10 Cent? Ja, das ist echt krank. Deswegen, Woolworth auch in diesem Laden? Genau neben New Yorker. Deichmann. Ich bin so dumm, ey, dass ich das nicht gesehen habe, ne? Okay. Also, das sind jetzt uns. Not gonna like, kind of scared. Aber wir werden das auf jeden Fall rocken. Und wir ziehen uns jetzt um. Und dann werden wir uns jetzt gleich auf den Catwalk begeben, damit ihr uns dann judgen könnt, wer es besser gemacht hat, ne? Genau. Let's see, ich würde sagen, wir reden jetzt nicht lange drum herum und wir sehen uns jetzt auf dem Camp. Ja, diesmal hast du das Game ernst genommen. In der heutigen Folge unterstützt uns Gastjuror Alex Avius, bekannt für sein Project Fashion Famous, welches innerhalb weniger Tage Millionen täglicher Spieler aus der ganzen Welt anlockte, bewertet er heute den Finalisten der Fabiloon Outfit Swap Challenge. So, wir sind jetzt im Studio, das sind jetzt nochmal unsere Looks, so von oben, würde ich jetzt mal so sagen. Genau. Wir haben uns so Close-up. Ja, der Judge, der hat sich jetzt so, ich würde sagen, so eine Stunde nochmal zurückgezogen und hat jedes Detail nochmal durchdacht. Ja, er hat jetzt eigentlich nicht so viel Zeit, aber hat sich jetzt wirklich die Zeit genommen, um es zu bewerten. Er hat ja sein Fashion-Master-Studium und Fashion-Famous-Studium lange durch und wird dann jetzt nochmal sagen, wie er das Ganze bewertet hat, denke ich, und wird dann zum finalen Resultat kommen, was dann auch natürlich mit in die Wertung großen Teil nimmt, definitiv, so 50-50%. Und die anderen 50% dürfen wir aber nicht vergessen, seid ihr. Ihr müsst in den Kommentaren mitentscheiden. Und deswegen lasst uns bitte wissen,
wer es nach eurer Meinung nach besser das Thema getroffen hat, es besser umgesetzt hat und vor allem auch warum. Okay, Alex, wir übergeben dir das Wort. Yes, okay. Also ich habe unterteilt in so drei Pieces. Wir fangen mal so von unten an. Mhm. Also ich muss schon mal sagen, ihr beide das Thema super gut getroffen. Mhm. Dein Freund hat auch gerade gemeint, er direkt so die Vision, so was Search in dem Outfit hatte, so direkt verstanden. Das war schon mal sehr, sehr strong. Ich finde, man sieht, aus welcher Epoche das rauskommt, aus welcher Zeitachse basically. Wenn wir unten anfangen, wie man vorher so in den Shots gesehen hat, ich liebe die Schuhe, für die ihr beide entschieden habt. Zu Fabis Look, es passt perfekt zu, diese weißen Type of Trainers. Natürlich, Search-Schuhe sind einfach iconic, diese arg angelehnten Schuhe sind einfach wirklich sehr 2000er. Passen an und für sie nicht zum Outfit, aber das war halt einfach damals so, das hat man so getragen. Das ist schon mal wirklich sehr gut. Ich mag die Hose voll gerne, was Serge für Fabi ausgesucht hat. Es passt zum Look, sie ist baggy, sehr 2000er. Was es für mich einfach sehr gekillt hat, der Rock, den Serge anhat, ist, als hättest du den wirklich so Paris Hilton einfach so weggenommen, als hättest du den so geklaut aus dem Hotel. Es ist perfekt. Wenn wir so über das, so den ganzen Körper sprechen, also die ganze Mittelpartie, Serge reitet halt einfach 2000er, Y2K, diese Sippe, was so halb unten ist, so ganz schnell angeworfen, diese Spaghetti-Träger-Top in Pink, gerade mit der blonden, mit dem blonden Haaren, amazing. Auch bei Fabi natürlich sehr stark, ich liebe das Tuch, ich liebe dieses Polo, angelehnte Shirt, auch sehr, sehr stark. Ja, from top auf jeden Fall, ich mag die Sonnenbrillen sehr, sehr gerne. Natürlich, was noch mehr on-brand gewesen wäre, wären solche schnellen Y2K-Brillen, solche Radfahrer-Brillen, aber trotzdem, die worken auf jeden Fall voll gut. Ich mag die Accessoires, natürlich riesen Pluspunkt, weil Serge eine Tasche hat. Ist schon mal sehr, sehr stark auf jeden Fall, sie passt voll gut zum Look, sie passt zum ganzen Y2K-Vibe. Ja, also ich würde sagen, ich verteile einfach mal ein paar Punkte in Sachen Assembly und Vision, würde ich, glaube ich, den Punkt an der Stelle... Für die Vision würde ich Ihnen einen Search geben, weil dieses ganze Theme mit diesem Golfer, Rich Kid ist schon mal sehr stark. Aber Fabi hat es für mich im Endeffekt sehr geturnt, weil du siehst Search an und er könnte so zu einer Halloween-Feier zu Y2K auf jeden Fall gehen. Er sieht aus wie so die Schwester von Paris Hilton und deshalb nochmal hier von wirklich Theme würde ich den Punkt auf jeden Fall an Fabi geben. Und im Allgemeinen würde ich sagen, my personal opinion, meine 50% würden hier jetzt an das Outfit gehen, was Fabi für Search gepickt hat. Es war ein sehr tougher Call. Beide haben das Bombe gemacht. I love. Ich habe nicht viel auszusetzen und ich habe immer wirklich viel auszusetzen an gerade Mode. Ja, ihr könnt beide auf jeden Fall sehr proud sein auf den Look, den ihr created habt. Aber es ist ja noch nicht over. Nee, die Zuschauer haben ja den anderen Part. Genau. Deswegen, ihr entscheidet, ist es ein Unentschieden, geht es an Fabi oder geht es an Serge? Ja, genau, das ist euer Turn. Also, ihr habt ja gerade schon diese grandiose Bewertung mitbekommen, die dann leider halt an die falsche Person im Endeffekt ging, aber ansonsten super. Und genauso könnt ihr das ja gerne mal in den Kommentaren machen. Ich muss auch wirklich nochmal sagen, also ich bin auch, vor allem wenn man das nochmal an die erste Challenge nochmal anlehnt als Vergleich, muss ich sagen, war die Konkurrenz diesmal wirklich da, also wow. Ich muss auch sagen, ich bin wirklich, also man, ja, wie du schon gesagt hast, ich könnte irgendwo hingehen und jeder würde direkt davon ausgehen, dass ich gerade auf eine Motto-Party gehe für 2000, so. Also wirklich, ja, definitiv. Und aber ja, das gleiche sehr gut umgesetzt. Also das Ding ist, ich kann halt eigentlich auch nur zurückgeben, weil früher hat man das halt auch also so getragen. Es ist halt so, also, das hat ja alles jetzt gerade zum Comeback, deswegen, also ich bin auch absolut nicht mad. Deswegen bin ich halt umso gespannter, was ihr in den Kommentaren dazu sagt. Genau. Genau, ich bedanke mich wieder vielmals, dass du dabei warst. Thank you so much. Danke natürlich auch an Alex, dass er extra aus Österreich noch angereist ist für uns. Sich die Zeit genommen hat. Ne? Vor allem die Zeit. Genau, checkt doch auf jeden Fall Search seinen YouTube-Kanal und in der Infobox ab, denn da ist auch ein super iconic Video schon online von uns beiden. Ansonsten niemals vergessen, auf dem TikTok von Serge und Alex und auf Alex in Instagram vorbeizuschauen. Das war's mit dem Video und wir würden sagen, XO. XO. XO.